Hallo, mein Lieben. Werbung wegen Markennennung, Markenerkennung, aber alles selbst bezahlt. Und dieses Video ist ein Craft-Update und ein kleiner Haul. Ich habe es wieder in einem gepackt, weil es halt bei beidem nicht allzu viel ist. Erstes Craft-Update, ich habe mir meine Nägel neu gemacht. Das hier ist so Holo. Nicht Holo, hier Galaxy Folie, die hatte so Galaxy Muster, das ist ganz normaler Holo Genlack und das sind zum Beispiel diese, Nagelfolien, die ich aber auch zum Basteln benutze, also diese ganz normalen Transferfolien. Und hier habe ich mal gestempelt, nichts Spektakuläres, aber wollte ich einfach mal zeigen. So, ich fange an mit dem kleinen Haul. Und zwar war ich heute im Aldi, weil ich Lebensmittel tatsächlich brauchte. Also so Brotaufschnitt braucht man ja halt immer frisch. Und ich bin dann rein raus fertig. Da aber die Schlange an der Kasse so lang war, hatte ich noch Gelegenheit, bei den reduzierten Gitterkörben zu schauen. Und bin da auch schnell fündig geworden und habe sehr, sehr süßes Washi-Tape gefunden. Und das durfte natürlich auf die Schnelle dann auch mit. Und zwar für 2,99 €. Einmal diese Variante und hier, das fand ich ja so süß, weil man da vielleicht ein kleines Danke oder ein kleines für dich reinkleben, reinschreiben könnte. Das fand ich halt sehr, sehr süß und generell hier diese ganzen Farbgebungen finde ich ganz goldig. 8 Rollen mit je 10 Meter und Hitters hier durfte hauptsächlich mit wegen diesen süßen Tierchen. Da steht immer Happy Birthday drauf, aber die Tierchen sind halt einfach ultra süß. Ich lasse es jetzt mal zu. Aber da sieht man schon, das ist eine Giraffe, ein Löwe, ein Affe. Hier ist noch ein Elefant. Ja, und hier Luftballons, Cupcakes, Partyhütchen, Donuts und noch 3 schmale. Finde ich ganz, ganz goldig und für 2,99 € durfte das mit. Dann ist was aus China gekommen. Und zwar habe ich mir dieses Sticker hier bestellt. Und zwar sind die mal ganz anders, die sind ja meistens aus Papier und hier, die sind aber aus Folie. Und ich zeige euch jetzt nur mal ein paar, gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch. So zum Beispiel, ich finde die halt ultra praktisch. Und ja, so ein Tschechelchen kostet ja meist so um die 80 Cent. Und wie ich sehe, sind die anscheinend auch alle einzeln. Sonst sind die meistens zweifach oder sogar dreifach. Hier, das finde ich ja besonders schön. Und ja, das sind halt so lauter verschiedene Doilies. Einmal hoch. Ah, die flutschen auch so weg. Jetzt ist irgendwo eins in den Jagdgründen verschwunden. Naja, werde ich gleich schon wieder finden. Flutsch, flutsch. Und dann haben wir einmal dieses noch. Da gab es auch noch 2 andere Muster. Die haben mir aber nicht zugesagt, weil die finde ich halt universell einsetzbar. Und das hier sind so viereckige Rahmen. Aber nicht nur, sondern hier auch wie diese marokkanischen Kacheln. Und gerade wenn man mit einem dunklen Hintergrund arbeitet, finde ich die ja sehr, sehr cool. Auch gerade auch, weil das hier so Folie ist. Man könnte da jetzt einen Sticker aufkleben und dann hier so eine Folie drüber. Dann hat man quasi wie so eine kleine Umrandung, wie so ein, ja, wie sagt man, wie ein Medaillon in der Art oder wie so ein Passepartout von einem Dings, von einem Bild, Foto, wie auch immer, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wirklich eins runtergefallen ist, aber werde ich schon finden. So, und dann ist was Dickes, Fettes noch aus China angekommen. Und zwar habe ich mir diese 160 Stifte gekauft. Und die wollte ich halt gerne aufbewahren, weil in dieser Plastikbox, das ist hier die Plastikbox, wo dann diese ganzen
Plastikeinteiler sind. Das fand ich auf Dauer zu unpraktisch und deswegen habe ich mir dieses fette Ding hier gekauft. Das war auch nicht billig. Das hat 17 Euro gekostet, aber in Deutschland kosten die auch 17 Euro. Und das ist groß, 28 mal ja, knapp 20 und dick jetzt gefüllt sind es 8. Und das ist das Gute. Die gibt es häufig nur in 72 Slots oder maximal so 100, ich glaube 164 und 184. Das hier ist aber jetzt eins, es hat 200 Fächer und das finde ich natürlich ganz hervorragend. Hier habe ich meine zwei weißen und dann habe ich die halt ja der Farbe nach da reinsortiert. Die Blau. Ich habe hier auch teilweise immer mal ein bisschen Platz gelassen, weil zum Beispiel das ganz, ganz hellgrün, das merke ich, das verbrauche ich sehr viel und falls ich mir davon mal was nachkaufe oder ich habe einen anderen grünen Stift, damit ich den halt da noch so dazwischen klappen kann, beziehungsweise auch, damit ich die Farbtöne ein bisschen mehr voneinander getrennt habe. Hier sind ja zum Beispiel lilane Töne, das sind dann braune Töne und das hier sind eher so Gelb-Schlammtöne. Und ja, und dann habe ich hier die Metalliken, die da im Set waren, das sind die ganzen Grautöne. Und hier das hier sind diese Marco-Pencils, die ich euch auch mal in einem Haul gezeigt habe. Diese hier sind das. Marco. Die gibt es auch bei AliExpress und die malen auch butterweich. Und das ist halt das Schöne. Das hier sind halt komplett nur Pastellfarben. Und ja, dann habe ich mir das tue ich jetzt einfach mal dabei machen. Hier auch eine Color Chart gemacht, damit ich halt weiß, wie ich diese Farben so angeordnet habe. Und während dem Malen ist mir halt aufgefallen, das ist die vorsortierte Ordnung der Stifte gewesen, dass hier halt auch Orangetöne bei sind. Die habe ich aber dann hier mit beigepackt. Oder mir ist dann beim Ausfüllen aufgefallen, dass hier die Farbe doch eher hierhin gehört. Und so weiter und so fort. Das ist einfach nur für mich so zur Übersicht. Und dann sind wir auch schon beim Craft Update. Und zwar habe ich meine Alkohol-Ink-Hintergründe zu Karten verarbeitet. Wie gesagt, alles nach einer Idee von der lieben Steffi. Und ja, hier sieht man schon, das ist zwar mit Stays On gestempelt, aber irgendwie hat das die Farbe nicht so richtig angenommen. Deswegen sieht das jetzt so ein bisschen schmuddelig aus. Und dann habe ich versucht, es zu föhnen. Dabei ist es aber dann gewellt. Aber ich kann da jetzt auch großartig nichts draufkleben, weil sonst würde es wiederum, müsste ich irgendwas Viereckiges draufkleben. Das sieht dann blöd aus. Also ich glaube ich immer noch da. Immer noch nicht trocken. Und das habe ich schon vor 3 Tagen gemacht. Also das kotzt mich doch ein bisschen an. Aber kann ich jetzt nichts ändern. Ja, die Stempelabdrücke habe ich ja schon lange koloriert. So, dann ist aber auch diese hier entstanden und darunter war quasi das gleiche. Da war ein Stempelabdruck, der überhaupt nicht trocknen wollte. Und das konnte ich aber so mit einem kleinen Aufleger schon retten. Vielleicht mache ich noch Nuvo Drops bei, aber ich fand einfach, dass das so auch sehr gut auch alleine wirkt. Dann hier das hier und das glänzt, weil das halt Laminierfolie ist. Hier habe ich es embossed mit meinem Sticky Embossing Pulver und habe dann ja Nagelfolie, also Transferfolie drauf gedrückt. Hier habe ich einfach nur schwarz gestempelt, aber das war immer noch klebrig, also habe ich auch da Folie drauf gedrückt. Da habe ich es dann komplett mit dem Stempeln sein lassen, weil ich schon haargenau wusste, bringt nichts. Da habe ich dann sofort ein Fähnchen dran gemacht, ebenso auch hier. Sofort ein Fähnchen dran geballert. Ja, aber so lernt man eben dazu. Oder hier ist was nicht getrocknet, deswegen hat der Fisch jetzt ein bisschen rosa. Ja, dumm gelaufen wie so vieles in meinem Leben, aber naja, nicht vieles. Aber ja, ist halt so, wenn man bastelt, passieren halt auch mal Fehler. Warum nicht, ne? Dann habe ich meine Fuse rausgeholt und habe das sind ADC-Kartenhüllen und habe hier einfach so kleine Täschchen mal gefused. Ist nicht allzu schön jetzt gefused, weil die doch recht heiß war. Und das ist dieses dicke Rädchen. Dieses
Rädchen, weil ich da haargenau weiß, dass da dann kein Plastik mehr, kein Glitzer mehr durchkommt. Das sind viermal die gleichen mit einem Pailletten und Crushed Iced Mix. Also kann der Beschenkte sich dann auch aufschneiden und rausholen, das Zeug. Und die habe ich hauptsächlich gemacht für Pocket Letter, weil ich habe tatsächlich noch mal ein Pocket Letter gemacht. Und ich fand das immer so schade, den Pocket Letter hier zuzuschweißen. Und die haben jetzt die perfekte Größe, um es da einfach reinzustecken. Und auch hier habe ich meine Alkohol in Kindergründe verwendet. Und zum Beispiel hier die Holzrose. Die Holzblume ist einfach nur reingesteckt. Alles andere ist draufgeklebt auf den Pocket Letter, weil ich mir gedacht habe, dass jemand, der diesen Pocket Letter bekommt, die Kärtchen sich rausnehmen kann und daraus wiederum ATC-Karten basteln kann. Dieser Schmetterling allerdings, der ist aufgeklebt, aber mit so einem ganz kleinen Schaumstoffpad. Das heißt, wenn man den entfernt, macht man sich den Hintergrund jetzt nicht kaputt. Wie gesagt, alles andere ist von außen draufgeklebt, weil ich die Hintergründe schonen wollte. Hier sind schon ein paar Goodies, die aber eigentlich der Dekoration gelten. Hier ist auch einfach nur, das ist eine ein Brett, den habe ich auch einfach nur reingetan als Deko. Wie gesagt, ich wollte die Hintergründe nicht vermasseln. Ja, die Klammer, die fand ich, weil die blau ist, fand ich recht goldig. Hier unten habe ich noch ein Brett durchs Loch befestigt. Und Goodies sind natürlich auch drin. Und zwar habe ich da von meinen Lieblingssticker-Dingern, also quasi von denen hier, habe ich ja erzählt, da gibt es ja ganz, ganz viele von. Und ich habe auch ganz viele davon. Und da habe ich so meine Lieblingssticker einfach mal abgefüllt. Hier sind Federn und Vögel, hier sind so Tiere, Eis, Robben, Waldtiere und Herbstmotive, Hamster darf nicht fehlen, Pinguine und Sprüche. Und hier, das hier sind so gemischte, das sind auch so Bullet Journal, so ein Buch oder so. Und ja, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und dann bleiben wir gerade bei der Fuse, dann sind wir auch schon durch. Und zwar habe ich sowas hier gebastelt. Und zwar sind das mehr oder weniger Umschläge, die man dann halt schütteln kann, wie man möchte. Oder sich auch zerschneiden kann, um sich das Zeug rauszuholen. Und das ist eine Laminierfolie. Die habe ich erstmal unten befüllt. Dann bei 12 habe ich die erste Naht gemacht. Dann wieder befüllt, nochmal eine Naht gemacht. Zusammengeklappt, die Außennähte gemacht. Hier zurechtgeschnitten, gefused, reingefüllt und oben zugefused. Und das hier ist jetzt, das hier wird zugemacht mit einem Snap. Aber da ich, weil aufgrund der Folie und weil man für so einen Snap schon Kraft braucht, den zu öffnen, und ich nicht weiß, wie stabil diese Folien sind, habe ich den anderen dann gerade gleich anders gemacht, weil es kann sein, dass der auf Dauer einreißt. Ich wollte da erst noch Papier drunter legen, aber dann wäre es nicht mehr so cool durchsichtig gewesen. Und ja, hier ist halt ordentlich Flimmerzeug drin, ne? Das ist alleine in dem einen. Und so, und wie gesagt, den anderen, der ist dann eher so pinklastig und da habe ich jetzt einen nicht sehr stark, aber doch klebenden Klettband genommen, weil hätte ich wieder so einen starken Klettverschluss genommen, dann hätte man halt auch wieder diese Mühe gehabt, das aufzumachen und ja auch gleich gemacht wie den ersten. Und finde ich ganz cool, um da einen Bogensticker oder da kann man auch ruhig größere Sachen reinmachen, finde ich richtig cool. Und wie gesagt, wenn das mal kaputt gehen sollte, kann man es immer noch aufmachen und sich das Flitterzeug rausholen. Und finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz süße Idee. Ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Also ich bin ja ganz hin und weg von diesen Flitterdingern, ne? Also furchtbar. Ich bin da so versessen drauf. Ja, ich habe aber noch so viele Ideen. Mein Zettel mit Sachen, die ich gerne noch basteln will, ist lang. Und momentan habe ich auch total viel Bock auf Basteln. Und ihr Lieben, macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.